Also wenn jetzt ein Kind in der Schule einen Fünfer kommt, dann glaubt es, es ist dumm und mit denen hat es sein ganzes Leben lang meist zu kämpfen. Dumme werden gemacht aus meiner Sicht, damit der sogenannte Gescheite die nützen kann. Das ist das große Problem, weil man die dann abqualifiziert. Wenn man jetzt so erzogen wird, so wird die Masse erzogen, zu Lemmingen erzogen, zu Nachläufern, damit sie nur das machen, was ein paar Einzelne wollen, weil die ja abgezielt haben, mit denen ein Geschäft zu machen. Und das ist das große Problem, dass Wissenschaftler es oft gar nicht wissen, Akademiker es nicht wissen, von Lobbyisten gelenkt werden, von der Agrarindustrie, Agrarchemie, pharmazeutischen Industrie und so weiter. So lernen ja die Kinder schon in den Schulen und auf den Universitäten nicht das wirklich Ehrliche, das Natürliche, sondern das, was man von ihnen will, wie was sie später verwendet werden. So beginnt die Spezialisierung, die sogenannte Modernisierung, die Ausbeutung, die Tierquälerei, ja Massentierquälerei, wo man immer den Tieren immer weniger Platz lässt, wenn man sie ausbeutet, wenn man sie ausnützt und die Menschen dazu verwendet. Dazu werden eben die Menschen einfach gezwungen, mit Förderungen, von Förderungen abhängig gemacht. Und das ist das Verbrechen, was passiert. Man sieht es in den sogenannten Entwicklungsländern, da ist es ganz arg. Da werden Gifte eingesetzt, Insektizide, Herbizide etc., was da jetzt eingesetzt wird, und Düngemittel, was bei uns längst verboten sind, mit dem Flugzeug ausgebracht. Es werden Monokulturen gemacht, es werden dort billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Ich habe das gesehen, die was dort auf den Feldern verrecken. Da kümmert sich keiner drum. Kinder und alte Menschen werden wie Abfall behandelt und die, was halt noch arbeiten können, ausgebeutet. Aber in einem Ausmaß, das ist erschreckend. Scheinbar muss der Leidensdruck noch viel größer werden, dass die Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie wieder selbstständig werden und von dieser Abhängigkeit loskommen. Jeder kommt für sich auf die Welt und nicht für den anderen. Wir könnten von den Tieren sehr viel lernen. Jedes Tier verteidigt sein Leben. Ja, das springt dich an, sogar eine Maus. Wenn die in die Ecke getrieben wird, das springt dir mitten ins Gesicht. Oder auch andere, die greifen an, die wehren sich. Der Mensch lässt sich verwenden wie ein Lemming, weil du darfst es, es gibt Gesetze. Die Gesetze sind doch für die Menschen da, die sind für die Menschen zu machen, für die Bürger zu machen und nicht für die Beamten. Der Mensch muss selbstständig sein, nicht abhängig. Das muss man von Kind auf erfahren. Kinder das kreative Denken ermöglichen und nicht sagen, das ist ein Blödsinn, lass das, komm das, Erde ist Schmutz, das ist Dreck. Erde, das ist das Fundament des Lebens. Und das ist das Wichtigste, dass sie damit umgehen lernen, mit Pflanzen, dass sie Verantwortungsbewusstsein bekommen, dass sie eingebunden werden im Kreislauf der Natur, sein Spielzeug vielleicht selber basteln, das kreative Denken dadurch auch fördern, weil das werden sie verteidigen. Pass auf, aber wenn das alles dasselbe ist, das Gleiche, was ihnen halt vorgeworfen wird oder geschenkt wird, Plastikspielzeug, wo auf der ganzen Welt dasselbe Spielzeug ist und die Kinder dürfen sich kaum im Garten aufhalten oder im Wohnzimmer oder in der Natur aufhalten oder haben die Möglichkeit gar nicht, dieses ständige Berieseln, dieses Eintrichtern von allen möglichen Blödsinn, das ist natürlich das Schlimmste für die Kinder. Das beginnt ja schon in der Kindheit, wenn die Kinder verblöden bei den Video- und Fernsehspielen. Das ist ja das Schlimme, weil sie sich zu wenig in der Natur bewegen. Das gehört ganz stark eingegrenzt und streng kontrolliert. So werden sie selbstständig, so werden sie seine Umwelt verteidigen, seine Mitwelt verteidigen, seine Tiere verteidigen, seine Pflanzen verteidigen, natürlich sich selbst. Wenn sie aber in der Schule von den Eltern verzogen und in der Schule irre geleitet werden, wie sollen sie dann den richtigen Weg finden? Dann irren sie herum als Abhängige, als Süchtige ein Leben lang. We are not bad people, so we don't have anything to show to the cops. But
diese Vereinheitlichung, für das halte ich gar nichts, sondern jedes Land, jede Region soll seine eigenen Produkte haben, seine eigene Lebensweise haben. Da steht dann jedem eigentlich zu. Diese Globalisierung, da ist passiert sehr viel Unrecht. Da wird die Natur massiv beeinträchtigt. Die verschiedensten Transporte, der ganze Welthandel, alles was damit passiert. Wir brauchen nicht die Produkte von Südamerika oder von den Entwicklungsländern, wo dort die Leute verhungern und wir es zum Teil ja gar nicht alles verwenden, dass so viel weggeworfen wird, so geurast wird, wie wir sagen. Sie brauchen nur mal sehen dort, wie billig die das produzieren, also verkaufen. Und was da an Arbeit dahinter ist, wie die ausgebeutet werden und was bei uns damit gemacht wird mit den Produkten. Wenn man das sieht, das ist Verschwendung, das ist Frevel, das ist abzulehnen. Die Welt gehört uns allen und nicht nur ein paar wenigen. Genmanipulation, das ist verantwortungslos gegenüber unseren Nachkommen, unsere Kinder und Enkelkinder. Das geht nicht nur von den Pflanzen, geht es natürlich an die Tiere, über und von den Tieren an die Menschen. Da sollte einem bewusst sein, dass das uns allen bevorsteht und das nicht mehr rückholbar ist. Und was das noch auslässt, das kann kein Wissenschaftler noch sagen. Wenn man sowas sieht, so schreckliche Bilder sieht, was ich gesehen habe, in Amerika zum Beispiel, wo Tiere 5, 6 Füße haben, nur mehr im Korsett gehandelt werden, wo man nicht mehr sagen kann, ist das ein Schwein oder ist das ein Schaf. Schrecklich, wie die Tiere darunter leiden. Jeder Politiker, den würde ich an Prügel über den Kopf hauen, wenn er mir das einreden bzw. aufzwingen will. Mhm. Ich würde mich dagegen massiv wehren.